Und es geht weiter bei Let's Play Kingdoms of Amalur Reckoning. Ich bin immer noch euer Paragon hier. Und ja, im letzten Part haben wir das Lager der Reisenden in die Tür gefunden. Das Sommerlager. Und ja, was gibt's hier Schönes? Hilfe. Und ja, im letzten Part haben wir auch was gestohlen, einen Schlüssel. Und das hat so gut geklappt, ihr könnt es euch gar nicht vorstellen. Ja, die sind hier cool. Und dazu haben wir den Bürgermeister von Weißfels getötet. Und der Underscore ist jetzt auf seinem Platz. Und wir reden jetzt mit Argine, der Stabdame vom Sonnenlager. Wir haben also einen Neuankömmling im Sonnenlager. Ich habe Geschichten über einen Reisenden gehört. Einen wahren Dieb, voller Können und Eifer. Ich nehme an, das seid dann wohl ihr? Eure Ankunft steht unter dem Segen des Hierophanten. Ich hoffe, das wird mein Lager von diesen idiotischen Gerüchten über Grimm, Onweg und seinen Kreuzzug ablenken. Das Sonnenlager steht mit dem Segen des Hierophanten unter meiner Befehlsgewalt. Wir leben weitestgehend vom Handel mit der Stadt Adessa. Ja, er will offenbar die Traditionen unzähliger Jahre nur wegen seines fehlgeleiteten persönlichen Grolls über den Haufen werfen. Das kann kein gutes Ende nehmen. Wir sind nicht das Gesindel, das viele in uns sehen, und auch nicht die Bettler, für die man uns hält. Für derartige Urteile habe ich nur Verachtung übrig. Wir führen in dieser Wüste unser eigenes Leben. Die Reisenden meines Lagers sind profitabel, ordentlich und gehorsam. Und das alles ohne Mauern oder Tore. Geht nach Weißfels und seht selbst. Sind die Leute dort etwa glücklicher? Pff, sie sind erbärmlich. Jetzt sind sie glücklicher, jetzt haben wir ihnen ja geholfen. Also gut. Es gibt in diesem Lager schon genug Reisende, die über diesen Grimm-Onweg reden. Wir müssen ihnen zeigen, dass noch immer Arbeit wartet. Ihr seid mit unseren Abläufen vertraut. Und wir hier halten den gesegneten Hierophanten in höchsten Ehren. Geht zu dem Schrein im Lager und betet dort, wenn ihr nach Arbeit sucht. Ein wahrhaft armseliger Scherz. Ihr müsst vor dem Schrein des Hierophanten beten. Gesegnet seien die allsehenden Augen unseres Lagers. Ja, laber nicht. Ah, ja, Hierophanten stürzen gefällt mir, aber ehrlich gesagt, besser ist, an ihn zu beten. Ich hab's von Anfang an gesagt, ich wollte es nur nochmal gesagt haben. Beten, Schrein des Hierophanten. Der Schatten ist also ins Sonnenlager gekommen. Ich habe gesehen, was mit Fassmeer geschehen ist. Welch eine Tragödie. Ein Glück, dass ihr dem entronnen seid. Das erinnert mich an ein Gleichnis der Wüste. Ein Adler, stolz und wild, hörte, dass niemand höher fliegen könne als die Sonne. Und dass die Sonne alles sehe. So erhob sich der Adler mit seinen gewaltigen Schwingen in die Lüfte, um das Licht der Sonne fernzuhalten. Er konnte zwar nicht das gesamte Licht auslöschen, aber es genügte, um stets einen Schatten auf seine Beute zu werfen. Ihr meint, wer ist der Adler, wer die Sonne und wer die Beute? Die Lehre eines Gleichnisses liegt im Verständnis des Hörenden, aber ihr seid gekommen. Nach dem, was über Grimm, Onweg und seine lächerlichen Pläne erzählt wird, werde ich derartigen Gehorsam brauchen. Die Reisenden werden erkennen, wer für sie sorgt und wem sie ihre Gedanken widmen sollten. Und eure Arbeit wird dazu dienen, diese Botschaft zu verbreiten. Ihr mögt schon viele Schätze gestohlen haben, doch diesmal werdet ihr den einen stehlen. Den Dietrich des Meisters. Es heißt, er öffne jedes Schloss. Ich habe den Dietrich in einem kleinen Schmuckkästchen gesehen, das sich im Besitz von Eloreen Kriet befindet. Sucht in den Laboratorien von Adessa nach ihr. Er ist ein Artefakt mit gewaltiger Macht, hinter dem alle Diebe und Schurken her sind. Denn es heißt, kein Schloss könne seiner Magie widerstehen. Unklarheit rankt sich um diesen Gegenstand. Er befand sich in Eloreens Besitz. Doch ist ungewiss, ob sich irgendetwas ereignet hat. Schlagt unverzüglich zu. Diese Angelegenheit wird von einer Art Ungewissheit überschattet. Okay, den Dietrich des Meisters stehen. Und ich würde sagen, das heißt nur eins. Wir reisen jetzt nach Adessa. Nach Rathir ist Adessa ja die einzige richtig große Stadt, würde ich mal sagen. In, also auf dieser Seite des Meeres. Und wir werden jetzt dorthin reisen. Und da ist noch der Hogni Boy, der immer noch ein bisschen piss auf uns ist. Schaut drauf. Ignorieren wir den. Hä, was soll man? Soll uns angreifen? Aber ich hoffe, jetzt greifen uns nicht alle an. Das wäre jetzt richtig kacke. Das kann es ja echt nicht sein, dass wir wegen einem gestohlenen Schlüssel jetzt hier gleich sterben und uns alle hassen. Ganz ehrlich, ich hätte sogar dafür bezahlt. So habe ich es ja sonst auch immer gemacht.
Ah, da sind welche von denen. Ja, du hast das nicht so gewollt. Zack. Boah, der war ja echt cool gezielt. Zack. 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 Ey, Mann, so ist eine Skill-Attacke. Hey, du schlägst mich. Ich bin eine Erzweise, Baby. Nein, du bist erledigt. Tut mir leid. Rup, komm her. Ja, das gefällt mir langsam, die Harpune. Oh, die haben ja einen getötet. Das ist ja gar nicht nett. Und er hat nicht was Cooles dabei gehabt. Das ist ja noch viel unnetter. Okay. Und wie sie aussieht. Oh, nerv mich nicht. Ich meine, da sind die Königs 5 Meter neben den Dakar. Ich sag mal. Und dort ist es. Odessa. Und er liegt gleich mal tot. Bin ja schon mal gut, Himmelstonne. Nehmen wir mal. Cool. Ja, und das ist Odessa, Ladies and Gentlemen. Die Hauptstadt der Gnome. Hier über Statue von dem Wichtigsten. Und ich hoffe, wir hören jetzt eine genauso geile Musik wie in Rathia. Lass uns überraschen. Das ist also Rathia. Gut. Jetzt will ich aber eine coole Musik hören. Keine Musik? Schade. Aber dort steht ein kleiner Gnom und... Ist das? Fahren wir das jetzt? Halt! Nein, schade. Ihr seid neu hier. Ich heiße euch in Odessa willkommen, doch jeder Neuankömmling muss zunächst angetragen werden. Bitte beantwortet die Fragen wahrheitsgetreu, um unsere Zählung nicht zu verfälschen. Nun denn... Was führt euch nach Odessa? Verzeiht meine Unhöflichkeit. Ich bin Kenner Bruge, Rechner zweiter Klasse des Domus Politica. Meine Aufgabe ist es, jene zu sortieren, die nach Odessa kommen. Sie in der Stadt zu begrüßen und gleichzeitig das empfindliche Gleichgewicht zu wahren, das wir Gnome erschaffen haben. Sie helfen, die Neuankömmlinge in der Stadt zu sortieren. Wir wollen sichergehen, dass jeder dorthin kommt, wohin er gehört. Ja, nun jedenfalls seht ihr fähiger aus als manch anderer, der vor euch kam. Die armen Seelen. Mit etwas Glück verlaufen eure Botengänge ohne Zwischenfall. Also, von woher seid ihr nach Odessa gereist? Alistar, ihr... Ihr meint, ihr kommt aus Fomorus Jus Laboratorium? Ja, jetzt sehe ich es. Was eure Nase angeht, lagen sie falsch. Aber ihr passt auf die Beschreibung, die man mir gab. Wir können die restlichen Fragen überspringen. Ihr dürft Odessa betreten. Ihr werdet im Sandsteingut untergebracht. Vorübergehend. Das passiert selten, Neuankömmling. Sehr selten. Wenn ich offen sein darf, ich bin mir nicht sicher, ob es der Segen ist, für den er es zu halten scheint. Gewiss, die ärmlichen Unterkünfte des Hospitalisquartiers bleiben euch erspart. Aber das Sandsteingut ist reserviert für... Nun, es steht mir nicht zu, darüber zu sprechen. Dieser Schlüssel gewährt euch Zugang zum Gut. Ihr tätet gut daran, eure Umgebung immer im Auge zu behalten, Fremder. Und nun geht. Das klingt ja nett. Ja, ihr seid nun offiziell als Besucher Odessas verzeichnet, des Zentrums der gnomischen Gesellschaft in den Feinlanden. Ich bin mir sicher, ihr werdet mehr über die Stadt erfahren, je länger ihr euch in ihr aufhaltet. Sie ist gewaltig, aber äußerst klug angelegt. Nicht jeder bekommt gleich ein Anwesen, nur weil er hier eintrifft. Ich wäre jedoch vorsichtig. Ein geschenkter Halsreif kann leicht zu einer goldenen Kette werden. Im Domus wird die gesamte politische Arbeit von Odessa verrichtet. Die Templer legen die Richtlinien fest, die dann im Domus umgesetzt werden. Das Domus Politica lässt mich alle Neuankömmlinge in der Stadt zählen und verzeichnen.
Nur noch ein paar Jahre und ich könnte vielleicht Rechner erster Klasse sein. Ja, ja, okay, geht schon. Okay, geht schon mal gut. Wir haben ein eigenes Haus. Kaum mit Leben. Und hier stehen viele Kakteen rum. Okay, gut. Wer bist du? Was? Prätorianer. Ey, sehen aus wie ey, so kleine Kampfrümer oder so. Okay, das ist schwer zum Ausstehen. Ja, den Schlüssel würde ich gerne stehlen. Aber das ist mir gerade ein bisschen zu riskant. Windreteiner. Oh. Hm? Was denn? Ich habe schon genug um die Ohren, Fremder. Auch ohne die Fragen irgendeines Wichtigtuers. Entschuldigung, hier schon wieder. Ja, verschwinde. Oh, hier ist mein Haus. Cool. Ey, unser Haus. Ihr. Yeah. Geil. Der kann uns bluten, ey. Was machst du in unserem Haus? Ah, ihr seid es, der aus Alistar kommt? Ich warte schon eine ganze Weile auf eure Ankunft. Ich bin Bruten. Decanus Bruten von den Prätorianern. Ich wurde zu eurem Schutz hier stationiert. Diese Stadt, unsere Anführer, die Templer, sind nicht immer einer Meinung. Sie haben unterschiedliche Verpflichtungen und gegensätzliche Motive. Und es scheint, als stündet ihr genau in der Mitte. Toll. Gnome haben keine Könige oder Bürgermeister oder göttlichen Herrscher. Bei uns gibt es eine Kaste, deren einzige Pflicht es ist, uns anzuführen. Auch wenn es manchmal zu Unruhen führt. Ich werde nicht lügen, Langbein. Ihr seid hier untergebracht, weil euch jemand im Auge behalten will. Und ich weiß nicht einmal wer. Aber eines kann ich euch sagen. Ein Gnom, der in dieser Stadt Geheimnisse hütet, führt nichts Gutes im Schilde. Ihr solltet ihn finden, bevor ihr zu Schaden kommt. Oder jemand anderes. Glücklicherweise bin ich wohl nicht der Einzige, der von eurer Ankunft weiß. Hier sind einige Briefe von anderen besorgten Gruppen. Es könnten Hinweise sein. Decanus ist nicht mein Name. Es ist mein Rang unter den Prätorianern der Stadt. Er garantiert eure Sicherheit. Meine Befehle kommen von ganz oben. Mehr weiß ich nicht. Wenn ihr mich fragt, nur ein Templer hat genug Einfluss, um euch hier unterzubringen. Wenn ihr noch mehr in Erfahrung bringen wollt, viel Glück. Wenn ein Templer unerkannt bleiben will, dann bleibt er das. Weil jemand, der in dieser Stadt wichtig genug ist, es entschieden hat. Ihr werdet beobachtet. Ihr habt irgendein hohes Tier beeindruckt oder verärgert. Jedenfalls will man nicht, dass ihr auf euch allein gestellt seid. Ja, hier sind sie. Redet mit den Verfassern. Das sollte euch auf die richtige Spur bringen. Ich werde euch nicht belügen. Ich riskiere meinen Kopf, indem ich euch helfe. Aber ich werde nicht zulassen, dass ein einzelner Gnom das Gemeinwohl meines ganzen Volkes ruiniert. Falls ihr noch etwas braucht, sprecht mit Milou. Er ist euch während eures Aufenthalts im Sandsteingut zu Diensten. Woher soll ich das wissen? Sie sind adressiert und unterzeichnet. Ich überprüfe sie nur auf Gift und Ähnliches. Findet einfach die Absender. Ihr könnt doch lesen, oder? Das wäre hilfreich. Nett. Ja, okay. Jagd. Was Milou, das soll ist hier? Oh, geil, geil, geil. Okay, ich werde jetzt erstmal hier zu meiner Truhe. Ein paar Sachen können wir immer ablegen. Nee, och, wir haben so viel Müll da eigentlich. Ich alles gerne loswerden würde. Lebenslenker tun wir mal weg. Den will ich verdammt, den wollte ich verkaufen. Furionsring, Erionsring, Ring der Maid. Schade, kann man nicht weg. Anhänger der Wärme. Jetzt haben wir hier wieder ein besser Krempel. Das tun wir auch mal weg. Taschentalisman. Zum Plunder. Und dann seine Taskbar voll, das ist ja geil. Nein, ich wollte Lager nicht. Ach, schade. Ich habe gedacht, man kann die Blume da holen. Okay, dann würde ich sagen, schlafen wir mal wieder. Okay, gut geschlafen und gleich geht's weiter. Bücherregal, über das Huhn. Geiles Buch. Über das Huhn. Was man alles mit Hühnern anstellen kann. Erstens, töten. Zweitens, massakrieren. Drittens, Hühnerbraten. Drittens,
Hühnerbraten mit Soße. Und ich glaube, was Sinnvolles wird nicht mehr rauskommen. Und deswegen machen wir jetzt einen kleinen Cut. Und im nächsten Part schauen wir uns dann die Briefe an. Wie gesagt, aber erst beim nächsten Mal von Let's Play Kingdoms of Amalur: Reckoning. Bis dann. Ciao.